Und damit herzlich willkommen zurück in der Moped Factory. Heute mit dem Thema Low-Budget-Werkstatt. Geht das überhaupt? Und ist es nicht so, dass wer billig kauft, zweimal kauft, besonders bei Werkzeug? Das versuchen wir heute herauszufinden und ich gebe euch 5 Tipps, wie ihr eure eigene Low-Budget-Werkstatt aufbauen könnt, ohne dass ihr sehr große Kompromisse eingehen müsst. Also bleibt dran. Ja, unter dem letzten Video gab es so viele Kommentare dazu, was in unserer Werkstatt hier noch fehlt. Vielen Dank dafür. Ich habe mir alles durchgelesen und ein paar Sachen habe ich sogar schon umgesetzt, ein paar Sachen werde ich noch umsetzen. Also das war wirklich sehr hilfreich. Ich komme da später nochmal drauf zurück, aber erstmal zu dem Video heute. Und zwar habe ich die ganze Werkstatt noch einmal leergeräumt, um euch zu zeigen, wie ich die Werkstatt von Anfang an aufbauen würde und alles komplett low budget. Um euch das Ganze ein bisschen anschaulicher zu machen, habe ich es in 5 Kategorien unterteilt. Als erstes die Werkbank, also quasi euren Arbeitsplatz. Als zweites das Werkzeug, das ist glaube ich ziemlich spannend, ob man hier wirklich Geld sparen kann. Dann Sonderausstattung, also dazu zähle ich so Sachen wie eine Hebebühne oder Spezialwerkzeuge, so ein Zeug. Ordnung, ich denke Ordnung muss sein, besonders in der Werkstatt, wenn man schnell irgendwelches Zeug braucht und immer wissen muss, wo was ist, wenn man sehr viele Teile hat. Als 5. Punkt nochmal extra, wie kann man explizit Geld sparen, so DIY-Zeug, also wie kann ich Sachen eher selber bauen, anstatt sie kaufen zu müssen. Ja, bevor es richtig losgeht, stehen die meisten bestimmt genau an dem Punkt, wo ich jetzt hier stehe, und zwar ja, ein leerer Arbeitsplatz, sei es eure Garage, sei es eine Halle, sei es ein Schuppen, was auch immer. Ich denke mal, hier fangen alle an und der erste Punkt war ja die Werkbank. Und hier habe ich für euch einen super Tipp, um Geld zu sparen. Und zwar haben wir schon öfter, vielleicht habt ihr es in den anderen Videos auch gesehen, als Werkbank einfach ein Schwerlastregal genutzt. Es gibt diese Regale in ganz verschiedenen Formen und Ausführungen und so habt ihr natürlich die Möglichkeit, euren Arbeitsplatz genau nach euren Bedürfnissen anzupassen. Ja, die Regale stehen. Was ich euch jetzt empfehlen kann und was ich auch immer mache, ist die Arbeitsplatte etwas verstärken, denn Die Platten, die auf diesen Regalen drauf sind, sind ziemlich dünn und halten nicht sehr viel aus, besonders wenn man dann doch irgendwie mal mit dem Hammer aktiv wird. Deshalb habe ich hier als Lösung USB-Platten genommen, 22 mm, die halten sehr viel aus, sind günstig und die könnt ihr einfach mit einer Stichsäge oder so zurechtsägen und drauflegen. Und das mache ich jetzt. Don't wanna play games up with them. Ja, für mich ist Punkt 1 damit abgehakt. Natürlich ist es immer besser, wenn ihr das so aufbauen könnt, dass quasi eure Bühne oder euer Tisch, wo ihr halt das Mofa draufstellt, so steht, dass ihr von beiden Seiten dran kommt. Die Möglichkeit habe ich hier jetzt noch nicht. Vielleicht werde ich es irgendwann noch umbauen. Erstmal bin ich damit so zufrieden. In unserer alten Werkstatt haben wir das ja auch so und bei einem Mofa funktioniert das eigentlich noch. Kommen wir jetzt zu Punkt 2 und das ist das Werkzeug. Ich denke, hier wird es richtig spannend, denn das Werkzeug ist ja quasi das, was ihr die ganze Zeit benutzt. Ich meine, so ein Tisch, okay, da gibt es viele Möglichkeiten, aber wie sieht es mit Werkzeug aus? Kann man hier wirklich auf billiges Werkzeug vertrauen? Ich gebe euch jetzt mal ein paar Marken, die wir so benutzen und auch so ein paar Geheimtipps, die eigentlich immer gehen. Mein Tipp für Werkzeug ist es immer, kauf günstig, aber kauf nicht zu günstig. Unsere Lieblingsmarke, was das angeht, ist Broxon. Hier mal als Beispiel so ein kleiner Ratschenkasten. Es gibt von denen wirklich viel und der Preis ist okay und die Qualität ist super. Natürlich gibt es auch noch andere Marken. Das jetzt nur so als kleines Beispiel, weil wir da gerne von kaufen. Ein anderer Tipp ist es, schaut mal bei den
Top-Marken, die bieten manchmal auch günstigere Sachen an, also günstigere Versionen, die dann aber auch von der Qualität wieder ein bisschen schlechter sind, aber trotzdem immer noch teilweise um einiges besser als diese komplett billigen Sachen. Zum Beispiel HZ hat so einen Schraubendrehersatz, der kostet dann, keine Ahnung, 20 Euro oder sowas und ist von der Qualität immer noch besser als diese ganz billigen Sachen. Aber was ist mit den ganz billigen Sachen? Sind die wirklich immer schlecht? Wir haben so ein paar Beispiele, die auf jeden Fall das Gegenteil beweisen. Als erstes Beispiel, ich hole es mal kurz. Das hier ist alles Werkzeug von so einer günstigen Baumarkt-Eigenmarke, die aber trotzdem qualitativ echt okay sind und für den Anfang auf jeden Fall ausreichen. Ich meine, ihr wollt ja keine Profi-Werkstatt aufmachen, sondern ihr wollt an eurem Mofas schrauben und dafür ist das völlig in Ordnung. Wo wir auch positiv überrascht waren, war bei so Elektrowerkzeugen. Ja, klar, in den meisten Fällen macht ihr immer Abstriche, wenn ihr günstiger kauft. Bei Werkzeug ist das wirklich so. Aber es gibt natürlich auch immer noch den Tipp, kauft gebraucht. Und dann könnt ihr meist euch auch bessere Qualität leisten. Aber wenn es wirklich jetzt günstig sein soll, haben wir hier zum Beispiel diese Akkuschrauber. Den haben wir bei Amazon gekauft für 40 Euro oder so. Und der ist super. Hier dieser Multifunktionsschleifer oder wie man sowas dann nennt, ist glaube ich hier so eine Aldi-Marke oder sowas. Funktioniert. Kurze Frage zwischendurch. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie steht ihr eigentlich dazu, Low-Budget-Werkstatt? Habt ihr schlechte Erfahrungen gemacht, gute Erfahrungen gemacht? Womit könnt ihr Tipps geben für mich und für alle, die jetzt quasi damit anfangen, die sich eine Werkstatt aufbauen? Schreibt es gerne alles mal in die Kommentare. Ich werde mir auch wieder alles durchlesen. Und auf Instagram habe ich mir überlegt, wenn ich unentschlossen bin, was ich kaufen soll für diese Werkstatt, werde ich da ein paar Abstimmungen machen. Also schaut da auch gerne mal vorbei in nächster Zeit oder gebt uns hier Tipps. Und vielleicht übernehme ich das dann mit dahin und eure Tipps werden sogar umgesetzt. Also gerne mal auf Instagram vorbeischauen. Was dann auch noch ganz wichtig ist, und dafür habe ich jetzt mal stellvertretend hier diesen Winkelschleifer hingelegt. Was wollt ihr überhaupt machen? Ihr schraubt an Mofas, wie oft braucht ihr da halt so einen Winkelschleifer? Relativ selten und deshalb lohnt sich da manchmal auch einfach kein teurer. Der hier war gebraucht, kostet, hat 5 Euro gekostet und für das, was ich jetzt hier erstmal mache, reicht das vollkommen aus. Also überlegt immer, was braucht ihr und muss es dann wirklich teuer sein? Zum Beispiel ein Hammer, der muss nicht teuer sein, weil die auch bei den günstigen von der Qualität her gut sind. Oder zum Beispiel so Sachen, die ihr nicht oft braucht. Ein Lötkolben muss nicht richtig teuer sein, weil ihr den eh selten braucht. Also halten wir nochmal fest, bei Werkzeug günstig kaufen ja, aber nicht zu günstig. Und sich auch mal im Gebrauchtmarkt umschauen, ob es nicht da was Passendes gibt, was dann von der Qualität besser ist, bei den Dingen, wo es wirklich drauf ankommt. Mein nächster Punkt. Die Sonderausstattung und das schließt eigentlich ganz gut daran an, denn hier ist meine Devise, erst kaufen, wenn man es wirklich braucht. Als Beispiel, wir haben in unserer anderen Werkstatt eine Presse, die benutzt man dann halt, um mal Lager einzupressen. Wie oft brauchen wir die? Extrem selten. Deshalb auch hier wieder überlegen, braucht ihr das jetzt schon oder Spezialwerkzeug? Ich meine, an so einer Chow zum Beispiel, an so einer Piaggio Chow, Polradabzieher, das ist wahrscheinlich so das einzige Spezialwerkzeug, was man wirklich braucht und auch erst, wenn man was am Motor macht. Also es muss ja nicht immer alles sehr schnell gehen, also ihr könnt dann auch erst, wenn ihr an dem Punkt seid, euch dafür entscheiden und das kaufen. Genauso, sehr viele hatten unter dem letzten Video geschrieben, ihr braucht eine Bühne, ihr braucht eine Motorradhebebühne. Das ist halt sehr teuer und in so einer Low-Budget-Werkstatt ist das wahrscheinlich am Anfang noch nicht möglich und da ist es halt einfach so, alles zu seiner Zeit. Wenn ich hier merke, okay, ich komme hier so nicht klar, dann würde ich halt überlegen, lohnt sich sowas zu kaufen, aber vorher wäre es mir jetzt einfach nicht wert, deshalb da überlegen, was braucht ihr wirklich und dann kaufen, wenn ihr es wirklich braucht. Kommen wir zum vierten Punkt, das ist meiner Meinung nach auch ein sehr wichtiger Punkt und ich habe es auch sehr oft gelesen unter dem letzten Video und zwar Ordnung. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie ihr eure Werkstatt organisieren könnt und ich habe hier gerade auch noch das Problem, dass ich noch gar nicht weiß, wie ich das machen soll. Ich habe zwar hier so Boxen und sowas, wo man halt ganz gut was drin sortieren kann, Kisten, aber ich bin auch noch nicht so ganz zufrieden mit dem, wie es hier organisiert ist, deshalb, vielleicht habt ihr da noch einen guten Tipp für mich, ich würde mir sonst selbst einfach ein paar Kisten bauen und ein paar gekaufte Kisten dazu, vielleicht ein paar Fächer, Schubladen, vielleicht habt ihr da noch einen guten Tipp, ansonsten kann ich immer von mir, von meiner Seite aus sagen, Schubladen finde ich immer besser als irgendwelche Wühlkisten. Und was ich auch oft gelesen habe, war ein Werkstattwagen. Das finde ich auch ganz gut. Also im Werkstattwagen hast du halt deine ganze Werkstatt direkt organisiert
und du kannst die Regale einfach nutzen, um deine Teile oder größeres Werkzeug halt zu lagern. Ja, was es auch noch gibt, was auch keine schlechte Idee ist, ist so eine Lochwand, wo man dann quasi mit so Haken sein Werkzeug dranhängen kann. Ich bin da irgendwie nicht so der Fan von, weil ich das Gefühl habe, das wird dann irgendwann immer sehr unübersichtlich und durcheinander. Aber wenn man die Ordnung da drin hält, dann ist das natürlich eine gute Alternative. Ich behalte das hier mal im Hinterkopf. Ich weiß nur noch nicht genau, ob ich es machen würde, weil mir gefällt halt diese Optik hier auch ganz gut. Deshalb, ja, mal schauen. Ist eine Idee. Kommen wir jetzt zum letzten Punkt. Und das ist eigentlich ein ganz cooler Punkt, denn ich bin ein großer DIY- und Selberbauen-Fan. Und deshalb habe ich mir schon so ein paar Sachen überlegt, wie man seine Werkstatt besser organisieren kann, indem man einfach Dinge selber baut oder Dinge umfunktioniert. Und da habe ich schon ein gutes Beispiel, was ich hier direkt am Anfang gemacht habe. Und zwar war hier noch in dieser Halle aus der Küche so ein Besteck-Organizer oder wie man das dann nennt. Und den habe ich dann einfach umfunktioniert zur Werkzeugaufbewahrung. Ist jetzt nicht super ordentlich, aber für den Anfang dachte ich mir, ist das echt praktisch. Besser als wenn man das Werkzeug einfach irgendwo rumliegen hat. Also sowas ist zum Beispiel eine Idee. Gibt es auch in verschiedenen Formen. Hier war sogar noch einer. Also gibt es auch zum Beispiel hier so in kleiner. Also die gibt es in allen Formen, sind richtig billig und da könnt ihr ganz gut euer Zeug organisieren. Ja, wie einfach sowas eigentlich geht, das zeige ich euch jetzt mal, denn ich habe hier diese ganzen Spulen rumliegen vom 3D-Drucker und die würde ich gerne hier irgendwo etwas besser lagern. Deswegen dachte ich mir, bauen wir hier oben auf dieses Regal eine Halterung, wo wir dann quasi die Spulen alle reinlegen können. Damit euch das jetzt nicht zu langweilig wird, lasse ich das einfach schnell im Zeitraffer durchlaufen und ihr seht dann, ob das Ganze funktioniert hat und wie es am Ende aussieht. Ihr habt es gesehen, es war keine große Sache, das Ganze aufzubauen. Ich habe einfach so von einer alten Gardinenstange zwei Stäbe genommen, die ein bisschen versetzt angeschraubt und jetzt kann man da sehr gut das Filament drauf organisieren. Also, wenn ihr euch so selbst so Organisierungsmöglichkeiten bauen wollt, einfach mal loslegen und ausprobieren. Da kann man ja nicht viel falsch machen und am Ende kann es euch sehr viel Stress ersparen. Eine Sache ist mir noch eingefallen, ein Punkt, den ich komplett vergessen habe, der mir eingefallen ist, als ich die Rohre gesägt habe, und zwar Sicherheit. Ich habe noch keine Schutzbrille hier, das ist natürlich schlecht, da solltet ihr auf jeden Fall dran denken. Deshalb stellvertretend hier das erste Hilfeset. Sowas solltet ihr auf jeden Fall da haben, weil in der Werkstatt passiert immer mal irgendwas. Genau, also die Werkstatt steht, sie war low budget. Auf dem Schrauberling findet ihr nochmal eine Auflistung all unserer Dinge, die wir jetzt hier verbaut haben. Ich werde es auch nochmal unter dem Video verlinken. Und dann könnt ihr das als so einen Leitfaden nehmen, wenn ihr selbst eine Werkstatt aufbauen wollt. Und ansonsten freue ich mich, dass ihr dabei wart und ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.